vom Ligakonkurrenten Bochum. Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell. Der Hamburger SV hat Lukas Hinterseer vom VfL Bochum verpflichtet. Der Stürmer hat eine starke Saison hinter sich und kostet keine Ablöse. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat wie erwartet Torjäger Lukas Hinterseer verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei vom Ligarivalen VfL Bochum an die Elbe, teilte der HSV am Samstag mit. Der Österreicher, der in der abgelaufenen Saison 18 Treffer für die Bochumer erzielte, hatte bereits am Donnerstag seinen Medizincheck erfolgreich absolviert. Er erhält beim HSV einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Ich habe mich aus voller Überzeugung für den Schritt zum HSV entschieden, sagte Hinterseer über seinen Vereinswechsel. Für mich ist es etwas Besonderes, für diesen Club zu spielen und ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison. Hinterseer ist der vierte Zugang der Hanseaten für die kommende Spielzeit und soll im Angriff Bire Michela sogar ersetzen, der keinen neuen Vertrag erhalten hat. Vor dem Österreicher hatte der HSV bereits David Kinsombi, Holstein Kiel, Jan Gamera, VfL Bochum, und Jeremy Dudziak, FC St. Pauli, unter Vertrag genommen. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.